Uwe, so ein Spiel, ist das genau gemacht für Sie als Außen? Ballverluste des Gegners, sondern geht die Post nach vorne ab. War das genau so, wie Sie es sich gewünscht haben? Ja, schon, aber dafür müssen wir in der Abwehr gut stehen. Und da haben wir heute von Anfang an, ich glaube, es stand zu Beginn 7-0 oder so in der Art. Und da haben wir natürlich einen super Start ins Spiel gehabt und konnten da die Gegenstoße ziehen. Und ich glaube, Stuttgart war dann auch nach dem Start nicht mehr ganz so euphorisch. Wir haben sie da ein bisschen runtergefahren, das war sehr, sehr gut. Man weiß es, bei einem Aufsteiger, der um Abstieg kämpft und der hier heute sein erstes Spiel im Free-TV hat, der will was zeigen. Das hat man vor dem Spiel schon gemerkt, da haben wir die Euphorie schnell rausnehmen können. Patrick, Sie haben beim Länderspiel gegen Katar viele hochkarätige Chancen auch liegen lassen. Mit was für einem Gefühl sind Sie heute in die Begegnung reingegangen? Mit einem sehr guten eigentlich. Ich glaube, ganz so schlimm war es in dem Spiel auch nicht. Mal zwei verwirft, das kann, glaube ich, jedem mal passieren. Deshalb hat man sich wieder aufs Training konzentriert und ist wieder was anderes als bei der Nationalmannschaft. Und bin trotzdem mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gekommen und heute hier mit einem sehr guten Gefühl gestartet und hat sich dann zum Glück auch im Spiel sofort gesetzt. Von vornherein überhaupt kein Gedanke da, dass man auch mal gegen so eine Aufsteigermannschaft unter Umständen stolpern kann? Ja, man muss den großen Respekt haben, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man darf dann nicht zu viel Angst vorm Verlieren haben, sondern wir wollten einfach von Anfang an zeigen, dass wir hier die bessere Mannschaft sind. Und das sind wir auch, wenn wir die gleiche Einstellung wie Bittenfeld auf die Platte bringen. Und das haben wir von Anfang an gezeigt. Und der Start hat, glaube ich, sein Übriges getan. Und dann war es schon ein bisschen einfacher für uns. Uwe, hat man natürlich als Außenstehender immer das Gefühl, die lassen die Zügel überhaupt nicht schleifen, egal wie groß der Vorsprung ist. Ist das wirklich immer so, dass der Gedanke permanent im Hinterkopf sitzt, jeder Treffer kann am Ende zählen? Nein, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon Spiele bei vermeintlich schwächeren Mannschaften, bei denen wir auch schon hohe Führung hatten. Wenn man dann ein bisschen locker lässt, dann kommen die Jungs ran, dann ist die Halle da und dann sind die schwierigen Situationen, wo es dann, dann in den letzten 5 Minuten unentschieden steht und man dann strauchen kommt. So weit darf man es nicht kommen lassen und das haben wir heute geschafft. Okay, ich habe gehört, wir haben da gerade ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, man hat es doch halbwegs noch mitbekommen. Wenn Sie das Ganze beobachten, was hier in Stuttgart gerade aufgebaut wird, wie beurteilen Sie das? Ja, das ist sehr cool. Man sieht ja heute auch wieder ausverkaufte Halle. Wenn die Bittenfelder in der Scharena nebenan spielen, dann haben die auch immer volle Hütte. Das sind dann zwar, glaube ich, nur 2.500 Zuschauer, aber trotzdem ein deutliches Zeichen, wenn die Halle immer voll ist. Und dass auch so ein Mann wie Yogi Bitter dann hierher kommt, das spricht ja auch für sich. Und ich glaube, der Handballsport braucht den Sport in den Großstädten und das ist ein richtiger Weg. Und dann selbst als Baden hofft man dann auch ein bisschen, dass die Klasse halten. Vor allem, weil der Weg zur Auswärtsfahrt dann nicht ganz so weit ist. Ja, das wollte ich gerade sagen, Uwe. Sie sind sicherlich nicht böse darüber, dass Sie dann ruckzuck auch wieder zu Hause sind. Gute 120 Kilometer. Es geht ja im Dreitagesrhythmus weiter gleich in der Champions League wieder gegen Zagreb. Das stimmt, aber es bringt mir nächstes Jahr nichts mehr. Das ist wohl wahr, ja. Aber dafür ein bisschen mehr ausruhen, vielleicht in der französischen Liga. Da ist nicht jedes Spiel so hart umkämpft wie in der DKB-Handball-Bundesliga.